Ja, guten Morgen. Ich möchte kurz ein bisschen darauf eingehen, wie man Printkataloge oder an sich Kanäle in River anlegen und ausleiten kann. Ich baue ein bisschen auf das auf, was wir vorhin schon gesagt haben, was wir von in River gehört haben. Ja. Als nächstes ein bisschen zur Firma Höll. Wir sitzen in Stuttgart, wurden 2009 gegründet und haben Hauptaugenmerk auf das Thema Publishing, da kommt die Firma her, sind aber auch mit PIM und DAM unterwegs, sind da in Implementierung und im Consulting unterwegs. Es wurde vorhin so schön gesagt, die Datenströme. In River ist ein Datenstrom. Wir sorgen dafür, dass es keine Wildwasserfahrt wird, ja, sondern wir schauen tatsächlich, dass wenn wir implementieren, dass wir den Kunden mitnehmen und durch sanfte Gewässer führen. Ja, wir sind um die 25 Mitarbeiter, haben über 60 aktive Kunden und um die 10 Partnerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja, ein bisschen was zu mir. Mein Name ist Ralf Skalder, wie schon gesagt. Ich bin seit 8 Jahren in dem ganzen PIM-DAM-Umfeld unterwegs, auch ein bisschen im Publishing durch die ganzen PIM-Themen. Bin jetzt über 3 Jahre bei der Höll. War davor bei Haber unterwegs als interner PIM- und DAM-Consultant, kenne also tatsächlich jetzt beide Seiten und bin Business-Consultant für PIM- und DAM-Systeme bei Höll und begleite auch unsere Kunden. Ja. Einer ist heute auch da, ja. In River-Kunde sogar. Genau, was möchte ich heute konkret zeigen? Ich zeige zuerst mal, wie man in den River-Kataloge verwaltet, wie man sowas anlegen kann. Was der Sinn dahinter ist. Wir haben eben schon ein paar Sachen dazu gesehen. Ich werde dann darauf ausgehen oder eingehen, wie man das für Webshops gestalten kann. Der Weg ist nämlich ähnlich, Webshops oder Printpublikationen. Gehe dann ein bisschen ein, wie das für die Printsysteme aussehen kann, wie es im River aussieht, wie man die ganzen Themen rauskriegt. Und würde dann auch mal kurz darauf eingehen, wie wir bei einem konkreten Fall vorgegangen sind, um Print mit in River anzubinden. Ja, im Anschluss, denke ich, haben wir auch noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Dementsprechend sind dann auch Fragen gerne willkommen. Ja, zuerst Katalogverwaltung im in River. Es fängt meistens damit an, dass wir unsere Produktdaten haben. Ja, hier sieht man mal einen kleinen Ausschnitt aus dem in River-System. Es ist ein Demosystem, deswegen sind nicht unbedingt viele Daten gepflegt. Ich wollte nur kurz darauf eingehen, zu zeigen, wir haben hier Produktdaten, wir sind fertig, das System ist implementiert. Was machen wir dann? Wie kommen diese Daten dann raus, beziehungsweise was macht man damit? Nur, dass man ein PIM hat und Daten drin hat, ist ja jetzt zwar schön, aber irgendwas möchte ich auch machen damit. Ja. Das heißt, ich habe meine Produktdaten und will die irgendwo hinbekommen. Wohin? Ja, meistens irgendwo in einem Webshop, Print, Kataloge, Flyer, Newsletter, aber auch Marktplätze und andere Dinge. Ja, manchmal auch Händler, Kunden, jeder, der diese Produktdaten irgendwie konsumieren möchte, muss ich diese Daten irgendwie aus dem System bekommen. Ja, im River sieht es dann folgendermaßen aus. Es gibt da diese tolle Funktion, die sich Plan and Release nennt. Man sieht hier schon, dass es unterteilt ist in 2 Themen, Kanäle und Publikationen. Die Kanäle sind, ja, oder können verschiedene Art sein. Es kann ein E-Commerce-Shop sein, wo wir Daten ausgeben. Es kann beispielsweise Amazon sein, wobei man da direkt sagen muss, für Marktplätze nutzt man eigentlich eine andere Funktion im InRiver, und zwar die Syndication, um tatsächlich, es wurde eben auch angesprochen, die Daten in dem richtigen Format direkt zum Marktplatz rauszubekommen. Wer da Interesse hat, hatten auch letzte Woche erst ein Webinar mit in River. Wer Interesse hat, gerne melden, können wir den Link weitergeben. Sind mal ein bisschen näher drauf eingegangen, zusammen mit den Kunden Victorinox. Ja, was kann es auch sein? Es kann ein Content Store sein. Jetzt würde man sich fragen, was so ein Content Store ist. Ein Content Store ist auch eine Funktion von dem in River, dass es ermöglicht, Produktdaten wie eine Art Webshop herauszugeben. Das heißt, ich kann meine Daten zusammenstellen, in dem Fall in einem Kanal, kann sagen, diese Daten sind hier drin, diese möchte ich rausgeben.
erstelle einen Content Store und kann beliebige Personen darauf lassen. Ich sage immer so schön, es ist ein Webshop für Produktdaten. Ich kann mir die dann selber aussuchen, in einen Warenkorb legen und kann diese Produktdaten als Excel oder als Bild und sonst irgendwas konsumieren, kann die mir runterladen. Für Kunden, für Händler, je nachdem. Ja, und da kann man auch verschiedene anlegen. Ja, ich kann da ganz viele Content Stores anlegen, wie ich das möchte und kann beliebige Kanäle quasi hier reinnehmen. Es ist auch durchaus möglich, für Google irgendwas anzulegen, wenn ich sage, ich möchte meine Daten Richtung Google schieben, ist das hier genauso möglich. So, was haben wir noch? Haben noch einen Content Store und vielleicht andere Marktplätze. Das ist ein Punkt. Kanäle, wie gesagt, alles, was ja, so eine Art Webshops sind, Content Stores oder. Es gibt aber auch noch die Publikationen und das ist, glaube ich, schon selbstredend, was das ist. Das sind alle Printmedien, die ich machen möchte. Wir haben es gestern gehört, Print ist ja nicht immer gleich Papier, also es kann auch durchaus Digital Publishing sein. Es geht hier tatsächlich nur darum, mir eine Klammer um meine Produkte zu bauen, um diese auszuleiten. Ich komme dann nachher nochmal konkret darauf zu, wenn ich zeige, wie diese Webshops oder auch diese Publikationen noch bearbeitet werden können. Ja, das Ziel ist, ich habe ein Ziel, quasi Google, schiebe meine Produkte in diesen Kanal und kann diese dann quasi ausleiten. Na, das kann, wie gesagt, Google sein, kann Amazon sein, kann aber auch ein Webshop sein. Ja, wie sieht das bei den Webshops aus? Wenn man auf so einen Kanal drauf geht, hat man erstmal eine Art Dashboard. Hier sieht der User tatsächlich in einem großen Überblick, wie dieser Kanal gefüllt ist. Das heißt, wie viele Knoten habe ich angelegt. Das liegt hier als Nodes. Wie viele Artikel, Produkte habe ich in dem Knoten oder in diesem Kanal. Wie viele Bilder, Ressourcen. Ressource steht für Bilder, können aber auch genauso gut PDF sein. Kann alles sein, was mit dem Produkt verknüpft ist. Man hat es im vorherigen Beitrag gehört. Es ist möglich, alles miteinander in RiverPIM zu verknüpfen und hier dementsprechend auszuleiten. Es können auch Spezifikationen sein. Es ist eine besondere Art und ein besonderes Objekt, um technische Spezifikationen an einem Produkt oder an einem Artikel hinzuzufügen. Ja, was sehe ich hier noch? Wir hatten es vorhin genannt mit der Completeness. Man kann tatsächlich Regeln im InRiver erstellen, die mir direkt zeigen, ob ein Produkt komplett ist oder nicht. Ja. Und hier sieht man auch sehr schön, ob mein Kanal gewisse Anforderungen erfüllt. Ja, also wie viele Produkte habe ich drin, wie viele von den Produkten sind komplett nach diesen Completeness Rules. Ich sehe auch, wie viele Items sind drin, wie viele Produkte sind Short Description, sind die Kategorie gepflegt, ist überhaupt ein Bild an dem Produkt gepflegt oder. Entsprechen die Bilder meinen Herausforderungen, die ich möchte? Sind das alles High-Resolution-Bilder oder habe ich Bilder, die einfach nicht den Anforderungen entsprechen? Ja, Ziel der ganzen Sache ist tatsächlich, den User hier eine Art Anleitung zu geben, was er zu tun hat. Er geht ins System, geht in seinen Kanal und weiß genau, ich muss da was tun. Wenn er auf diesen Kanal dann noch weiter draufklickt, haben wir auch die Möglichkeit, uns Strukturen anzulegen. Das Ganze sieht dann so in etwa aus. Jede von diesen Knoten, wir haben es vorhin gesehen, werden Nodes genannt, können eigene Eigenschaften haben. Entweder beinhalten die bestimmte Objekte, man sieht es hier rechts, es sind ein paar Objekte vorgegeben, Bundles, Berühmtheiten, Rezepte, Ressourcen, Produkte. Sieht etwas wirr aus, liegt daran, dass es das Demosystem von InRiver ist ja, und das für sehr viele Zielgruppen erstellt wurde. Der Vorteil, den man hier aber auch hat, man kann unter Details auch eigene Metadaten anlegen, beziehungsweise im Backend. Ja. Das heißt, jeder dieser Knoten, den ich habe, kann eigene Metadaten haben. Kapitel, Überschriften, irgendwelche Texte. Ich kann zu diesen Knoten auch eigene Bilder hinterlegen, wenn ich sage, ich möchte direkt für diesen Knoten ein eigenes Bild haben. Ja. Und das geht hier in dem E-Commerce-Kanal, genauso wie im Print, zeige ich dann kurz noch. Ja, wie kommen die Produkte hier rein? Entweder ich lege sie per Drag and Drop hier rein oder ich nehme eine Automatisierung. Die Automatisierung würde so aussehen. Das heißt, ich lege eine Query, eine Abfrage an oder eine Regel, die mir sagt, in dem Fall nimm mir alle Produkte, die in dem Category Bohrer sind und lege sie mir in diesen Knoten Bohrer.
Ich könnte das noch erweitern und könnte sagen, leg mir nur die Produkte rein, die einen Approved-Status haben. Leg mir nur die Produkte rein, die einen gewissen Completeness haben, die fertig sind. Leg mir nur Produkte rein, die Herstellungsjahr so und so haben. Je nachdem, wie gut meine Daten gepflegt sind, kann ich hier die Regel sehr, sehr genau stellen. Und alle Produkte, die dieser Regel entsprechen, kommen hier rein. Ja, man könnte auch sagen, im Fall vom Print, ich habe irgendein Feld an meinem Produkt, das mir sagt, für Hauptkatalog 2024 benötigt, steht auf True, kommt es hier auch rein, wenn ich das abfrage. Macht die Sache einfacher, da ich nicht tausende Produkte von Hand reinpflegen muss. Ja. Im Enriver selber könnte man diese Datenpflege auch mit der Massendatenpflege machen. Ja, wenn wir das dann soweit haben, können wir diesen kompletten Kanal ausleiten. Ja, das bedeutet, wir haben den entweder bei Händlern, im Webshop, noch ein Händler, noch ein Webshop. Und der Kunde ist glücklich, weil er hat die Produktdaten und kann daraufhin seine Product Experience weiterführen. Nicht wie eben gezeigt, dass die Produktdaten nicht passen, sondern hier hat man auch einen Überblick. Passen die Produktdaten? Wie gebe ich sie raus? Und wenn ich sie rausgebe, weiß ich, sie passen. Und ich kann trotzdem immer wieder überprüfen mit dem Digital Shelf, passt es denn wirklich? Ja, oder habe ich hier irgendwo einen Fehler gemacht? Ja. Ja, analog dazu geht es auch bei den Printsystemen weiter. Das heißt, auch da bei den Publikationen sieht es ähnlich aus. Es heißt alles ein bisschen anders. Man sieht es hier schon. Anstatt von Notes habe ich hier Sektionen ganz rechts. Warum heißt das unterschiedlich? Ganz einfach, diese Objekte, die man hier sieht, haben alle Metadaten. Und diese Metadaten lege ich global an. Gebe ich also für einen Knoten Metadaten für einen Kanal mit, also für einen Webshop, dann hätte ich die hier auch, wenn ich Knoten hätte. Also haben wir das hier Sektion genannt, können andere Metadaten vergeben und können so einen gewissen Unterschied machen, was man an Metadaten mitgibt. Auch hier ist es möglich, bei den Sektionen Metadaten zu pflegen, Kapitelüberschriften und. Ja, auch hier habe ich die Übersicht, was ist gepflegt, in welcher Qualität habe ich es. Und auch hier sehe ich meine Strukturen. Ja, das heißt, ich lege meine Struktur für meinen Katalog hier an und kann den auch so ausleiten über das System. Und kann, wenn ich hier es dementsprechend gepflegt habe, auch diese Metadaten zu diesen Knoten mit ausleiten und kann die mitgeben. Ja, die gute Frage, jetzt haben wir das alles hier im PIM gemacht. Wir haben alle Daten, wir haben die Strukturen aufgebaut, ja, wir haben hier unsere Produktdaten, haben alle schön gepflegt und was dann? Ne? Wie kommt der Spaß ins PDF oder in den Katalog? Ja, man könnte es von Hand abtippen, wäre aber glaube ich nicht so sinnvoll oder so hilfreich. Da ist oder kommt uns was Gutes zu Hilfe bei Enriver und zwar die REST-API. Über die REST-API lässt sich bei Enriver alles abfragen. Abfragen, bearbeiten. Ich habe da wirklich alle Möglichkeiten, die ich möchte. Sie ist sehr, sehr offen, sehr gesprächig. Und über diese REST-API können wir auch Printsysteme oder andere Systeme bedienen. Also wir können darüber auch das Google, was ich vorhin gesagt habe, befüttern. Wir können darüber auch Händler, wenn sie das möchten, befüttern. Wir können aber auch ein Printsystem, in dem Fall die PrintSuite, befüttern und können da die Daten reingeben. Ich habe hier meine kleine Übersicht, wie das bei Swagger aussieht, also was die REST-API theoretisch kann. Die Methoden habe ich jetzt nicht aufgemacht, aber auch da ist Enriver sehr, sehr offen und gibt ihren Kunden und auch Interessierten mit, was da möglich ist. Ja. Und ich kann aus der Erfahrung sagen, dass hier alles möglich ist. Ich kann jedes Objekt, ja, das ist hier als Entity bezeichnet, kann ich ausrufen. Ich kann jeden Channel rausnehmen und kann mir den rausholen mit den darunterliegenden Daten. Ja, ich kann schauen, welche Medien sind drin. Ich kann mir anschauen, wie sieht das Datenmodell aus. Ich kann mir auch das Syndication rausholen, wenn ich es nicht automatisch rausgebe. Ja, und kann mir auch Systeminformationen und geben lassen. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, damit die Systeme, die angeschlossen sind, auch wirklich alle Informationen kriegen, die wir da gepflegt haben. Ansonsten wäre das nur eine Hülle, ein PIM, ohne dass Daten rausgehen, ist ja, macht ja gar keinen Sinn. Ja, man hat jetzt gesehen, es war wirklich nur ein kurzer Überblick, wie es prinzipiell gemacht wird. Ja, im Gegensatz zur Mondlandung, wie wir sie vorhin hatten, ist die Bedienung von Enriver eben keine Rocket Science, sondern es geht tatsächlich sehr einfach. Die User können gut damit bedienen und können intuitiv ihre Arbeiten machen. Durch diese Completeness, durch die ganzen Anzeigen, die man hat, kann man sich selbst organisieren und weiß, welche Daten man wie anpassen muss und welche Aufgaben man noch hat.
Ja. Das heißt, man würde immer analog nach dem vorgehen, was ich jetzt gezeigt habe. Man legt einen Kanal oder eine Publikation an, schiebt Produkte rein, pflegt die Notes und irgendwann geht man das Ganze nach draußen. Ja, als nächstes würde ich mal kurz darauf eingehen, wie wir bei einem Kunden das Ganze durchgeführt haben. Den Kunden darf ich leider noch nicht nennen, aber ich hoffe, irgendwann ist es mal soweit. Vielleicht sieht man auch hier irgendwo auf dem Printday und kann mal ansprechen, muss man mal schauen. Ist ein großer Stiftehersteller in Deutschland, ja, oder Schreibwarenhersteller, nicht nur Stifte. Genau. Was haben wir gemacht? Prototypisch haben wir erstmal uns für eine Preisliste entschieden, die umzusetzen, um zu schauen, ob wirklich ja, alles verstanden wird. Wir gehen bei der River-Implementierung meistens von dem Think Big, Start Small-Ansatz raus. Das heißt, wir denken an das Große, setzen aber erstmal klein um und über Iteration erweitern wir die Implementierung. In dem Fall sieht man hier, dass wir eine Preisliste angelegt haben. Wir haben auch eine Struktur dazu angelegt. Wir haben Produkte in den Strukturen reingenommen und haben dann geschaut, wie kriegen wir die Daten raus. Wie sah das Ganze aus? Wir haben ein ERP, das hat Preise. Wir haben ein River, das hat Produkte und Bilder. Wir haben die PrintSuite und wir haben irgendwo ein InDesign, wo der ganze Spaß rauskommen soll. Als erstes haben wir die Preise mit in den River geholt. Die werden durchgeschleift als Read-Only. Teilweise sehen es die User auch nicht. Ist auch uninteressant, ist tatsächlich nur, damit wir sie bündeln können und mit Richtung Print geben können, was wir im nächsten Step hier getan haben. Das heißt, wir haben die Produkte über die REST-API in die PrintSuite geholt. Wir haben uns die Bilder geholt und mit den Produktdaten natürlich auch die Preise. Eine Herausforderung, die wir hierbei haben, ist, dass die Bilder im River in dem konkreten Fall nicht als Binaries vorhanden sind, sondern als Public URLs. Das heißt, die Bilder sind quasi nur als Link im System vorhanden, ja, um auch wirklich der Single Source of Truth gerecht zu werden. Das wird dann später beim InDesign ein gewisses Problem. Das heißt, man muss sich da auch mit einem Tool oder mit Tricks behelfen, dass diese Bilder auch wirklich im InDesign dann runtergeladen werden und zur Verfügung stehen. Und im letzten Schritt über den Kometen werden die Produktdaten und auch die Bilder und natürlich auch die Preise ins InDesign geladen und rauskommt das hier. Ja. Wie gesagt, erstmal eine einfache Preisliste. Man erkennt aber schon sehr schön, dass die Daten direkt aus dem PIM-System kommen. Wir haben die Bilder, wir haben die Überschriften, die ERN-Codes, Artikelnummern. Ganz wichtig in dem Fall auch die, erkennt man es, nein, erkennt man nicht, die schönen Piktogramme hier, die immer sehr, sehr wichtig sind, ja, weil man ja trotzdem erkennen möchte, welche Eigenschaften so ein Produkt hat und zwar auf Anhieb erkennen möchte. Man sieht hier auch rechts die Produktrecherche vom Kometen und die Preisliste ist jetzt erstellt worden, funktioniert soweit, sodass wir tatsächlich mit den nächsten Implementierungen weitermachen können. Genau, das heißt, wir haben jetzt mal den ganzen Weg durchgegangen. Wir sind in die Erstellung von solchen Kanälen, von solchen Publikationen gegangen und so würde das am Schluss dann quasi aussehen. So, jetzt sehe ich, dass ich sehr, sehr schnell unterwegs war. Gibt es denn noch Fragen? Ja, es ist, wie schon gesagt, keine Rocket Science. Ich könnte mehr erzählen, aber es bringt, glaube ich, nicht viel. Aber vielleicht gibt es dann noch Fragen, die etwas tiefer gehen in die ganze Methodik. Sie haben davon gesprochen, die Produkte in die Kanäle zu schieben. Werden die verknüpft? Ja. Oder wird das nicht? Genau. Das Datenmodell von InRiver nennt sich selbst flexibles Datenmodell. Also man hat Entitäten, Objekte, Produkt, Artikel, Bilder. Aber auch diese Knoten sind ein Objekt. Auch diese Sektionen sind Objekte. Und es wird alles miteinander verknüpft oder verlinkt. Die Verlinkungen können auch Informationen enthalten, wenn ich das möchte. Und so wird dieses Datenmodell aufgebaut durch Verknüpfung. Und wenn ich in der Schnittstelle auslese, kann ich an einem Objekt zwei Level drunter und drüber auch die verknüpften Objekte mit Informationen auslesen. Ja. So, hier war noch eine Frage. Ja, die Abfragen, die wir vorhin gesehen haben, wie werden die aktuell gehalten? Ist das Realtime oder muss man da einen Prozess haben?
wenn jetzt ein Artikel erst morgen diese Abfrage entsprechen würde, wie kommt der dann? Genau. Nee, das ist Realtime. Also man greift da direkt aufs System zu über diese REST-API und wenn ich die Abfrage über REST mache, kriege ich die aktuelle Informationen aus dem System. Das heißt, will ich neue Informationen, muss ich eine neue REST-Abfrage machen und dann habe ich die aktuelle drin. Das ist aber eine Frage, wie man quasi die Abfrage zu der Schnittstelle einstellt. Wenn ich sage, ich brauche das öfter, mache ich das mehrfach am Tag. Wenn ich sage, man aktualisiert nicht so oft, macht man es einmal am Tag, je nachdem. Aber das ist, die REST-API an sich ist Realtime. Ich kann sie jederzeit abfragen, kann jederzeit meine Informationen holen. Weitere Fragen? Ja. Ja. Läuft genauso. Also im Endeffekt ist es egal, ob man dann ob man die Print-View dran setzt. Was wir natürlich empfehlen, ja, wir sind ja hier auch nicht umsonst auf dem Print-Day. Ja. Aber das Print-Modul von Werk 2, von den Kollegen von Indeed, die das entwickelt haben, funktioniert auf der gleichen Art und Weise. Es ist auch eine Middleware, die über die REST-API die Daten von den Publikationen ausliest. Man kann die in der Middleware noch anpassen, man kann die modifizieren und schiebt sie dann in die Templates ins InDesign. Und so läuft es ja hier genauso. Also der Weg ist immer derselbe. Man kann es immer ersetzen mit anderen Modulen, wie man es möchte. Ja. Genau. Also wir persönlich haben zwar auch schon das Print oft gesehen, implementiert haben wir bislang mit InRiver aber tatsächlich nur die Print Suite. Weitere Fragen? Könntest du empfehlen, wann das eine und das andere sinnvoll wäre? Aus guten Sicht oder von den Anforderungen? Ist schwierig, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist eher vom Geschmack abhängig, glaube ich. Ja, also die Version von Indeed arbeitet mit Easy Catalog zusammen. Ja, das heißt, anstatt von dem Komet, der die Daten ins InDesign bringt, braucht man Easy Catalog. Ist vielleicht dann eher ein Gefühl, wie man, mit was man lieber arbeiten möchte. Ob man lieber mit Easy Catalog arbeitet oder mit einem Komet. Und natürlich dann auch, wie man ja, mit der Middleware arbeiten möchte, was einem da eher zusagt. Von der Funktionalität ist es, glaube ich, ähnlich. Ja. Ja. Gut, wenn es keine Fragen weiter gibt, können auch gerne im Nachgang auf mich zukommen über LinkedIn oder ähnliches. Dann vielen Dank.